Ja, guten Abend hier im Kino des Filmmuseums Frankfurt, des Deutschen Filmmuseums Frankfurt. Mein Name ist Christian Petzold. Es gibt eine Retrospektive mit Filmen von mir und es gibt eine Carte Blanche, die ich hatte, die ich unter dem Oberbegriff Liebesfilme mir zusammengestellt habe, um mich ein bisschen einzugrenzen und weil mich gerade vielleicht, weil der Herbst gekommen ist, die Liebe im Kino vielleicht erwärmt in diesem kalten Winter. Der Film, den ich jetzt ausgewählt habe, heißt He Ran All the Way, ist von John Barry, ist mit Shelley Winters und John Garfield. Das Drehbuch ist von Dalton Trumbo. Garfield und Trumbo sind von McCarthy auf die schwarze Liste gesetzt worden und konnten nicht mehr arbeiten und sind immer als Kommunisten verunglimpft worden. Und in diesem Film, den ich vor 25 Jahren, glaube ich, gesehen habe, es muss noch vor der Jahrtausendwende gewesen sein, an den ich mich aber immer noch erinnere. Und zwar, wie es oft beim Film ist, erinnert man sich an eine Kleinigkeit, einen Ort, eine Geste, einen Blick. In diesem Film erinnere ich mich an ein Hallenbad, ein öffentliches Hallenbad in New York, das so gefilmt ist wie Fellini oder Rossellini oder De Sica oder Antonioni es auch gefilmt hätten, als ob es zwischen dem B-Kino der USA und dem Neorealismus in Italien eine Verbindung geben würde. Wie dort John Garfield auf der Flucht, der hat ein missglückter Überfall, er hat jemanden erschossen. Und Shelley Winters, eine Tochter aus einem mittelständisch-kleinbürgerlichen Haus, wie noch wie ihren Eltern wohnt, sich dort in dem Schwimmbad begegnen, das ist mir nie mehr aus dem Sinn gekommen. Ich würde es gerne jetzt gleich selber sehen. Mehr möchte ich gar nicht verraten, nur dass diese wahnsinnig reiche Zeit, ja, bevor McCarthy endgültig zugeschlagen hat, des amerikanischen B-Pictures immer noch etwas ist, was wir wieder zu entdecken haben, was mal im Fernsehen gezeigt worden ist, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in den dritten Programmen, als es noch ein kuratiertes Fernsehen gab, was aber vollkommen verschwunden ist, weil wir im Fernsehen von Eigenproduktion überschwemmt werden und das Fernsehen den Bezug zu Kinofilmen und zur Kinogeschichte verloren hat. Und das ist tragisch, das muss man sagen. Und trotzdem, trotz dieser traurigen Worte am Abschluss, wünsche ich Ihnen einen sehr, sehr schönen Filmabend mit John Barrys He Ran All the Way. Er ist den ganzen Weg gelaufen. Ich glaube, in Deutsch hieß der irgendwie anders Steckbrief, so und so oder so und so. Aber da gab es ja noch den WDR, der solche Titel unter seine synchronisierten Schwarze-Serie-Filme gesetzt hat. Vielen, vielen Dank.